Hey Leute und willkommen zurück zu Battlefield 1. Wir sind jetzt hier im Wald und sind jetzt sozusagen ein normaler Soldat vom Panzerfahrer zum Soldat. Nun gut, wenn es halt unbedingt sein muss, dann ist es halt so. Und hier war schon wer, so wie es aussieht. Großer Gott, das war ein Feldgeschütz. Edwards, du erkundest das Gelände. Wenn dein Geschütz ist, schalt es aus. Wenn es eng wird, helfen wir dir. Andernfalls kommen wir mit Bess nach, sobald du das Signal gibst. Okay. Wird gemacht, Jungs, wird gemacht. Hier kommen wir leider nicht durch, also müssen wir hier lang laufen. Und da bemerkt man schon Gegner. Okay, es geht wohl nicht. Leise. Also müssen wir Lärm machen. Okay, ab ins Feldgeschütz. Müssen wir mal selber ran hier. Das Feldgeschütz zerstören. Vielleicht müsste es kaputt sein. Okay, es ist schon kaputt. Weiter geht's. Oh, sind schon alle Feinde ausgelöscht, so wie es scheint. Okay. Schauen wir uns mal hier um. Oh. Schrotflinte. Cool. Ich brauch dich hier, Junge. Mach schon. Ich komme ja gleich. So, jetzt sind wir erstmal eingedeckt. Edwards, da bist du ja, Kleiner. Das war Zauberei, Fahrer. Wahre Zauberei. Als gäb's den Krieg gar nicht. Was? Zurück, ich breche durch den Draht. Kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorn. Ich gehe ja schon vor. Keine Sorge. Wenn ihr hinterherkommt. Nehmen wir die Abzweigung. Da vorne könnte es Ärger geben. Du spähst das Gebiet aus und wenn alles okay ist, gibst du uns ein Signal. Wir kommen und helfen, wenn wir hören, dass es Probleme gibt. Okay. Dann machen wir es halt so. Vorne sind schon wieder die Gegner. Oh, der eine bemerkt uns schon wieder. Soll er nur herkommen? Wird er geschaufelt? Und zack. Oh, wieder weg. Weg in Deckung, schnell. Sind denn noch andere Gegner in Reichweite? Scheint nicht. Langsam vorsichtig vorgehen. Waffenlager, mal schauen, was sie gibt. Oh, geil.
gut, weiter das Gebiet hier erkunden. Da sind auch noch welche. Da ist auch einer. Wir gehen hier runter. Okay, da ist auch ein Gegner. Der sieht uns nicht. Okay, doch, der sieht uns. Schnell erledigt, aber leider wurden die anderen alarmiert. Alle auslöschen schnell. Als ob er die Explosion überlebt hat. Gott, wir müssen heilen. Zum Glück haben wir eine Schrotflinte. Da sind die Gegner mit einem Schuss down. Ja, unser Panzer hat was abbekommen. Ich komme schon reparieren, Jungs. So. Nochmal zur Not reparieren hier. Okay, der hat schon wieder volles Leben. Ich sag dir was, ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist, Edwards. Sieh dich vor, darum kümmern wir uns. Okay. Ich gehe wieder voraus. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Hatte ich vor. Und der ist schon wieder. Jetzt müssen wir nur noch aus diesem Wald raus. Da ist schon wieder ein Panzer. Tragisch, dieser Anblick. Aber nun gut, wir müssen weiter hier durch. Wir wollen ja auch nicht so enden wie die. Deswegen erledigen wir ihn jetzt. Ja, wir haben die anderen alarmiert. Gut, kein Zurück mehr. Oh Gott. Leute, könnt ihr kommen? Noch ein Panzer. Oi. Okay, wir haben wieder volles Leben. Verpiss dich doch nicht. Definitiv reparieren den Panzer. Es war knapp. Und da ist schon die Brücke. Hier geht es wahrscheinlich aus dem Wald raus, so wie es aussieht.
musst auf uns aufpassen. Bess hat diesmal einiges abgekriegt. Wir hätten sie fast verloren. Fast, mach kein Drama draus. Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Du musst aber weiterhin vorausführen. Deutsche, auf der Brücke! Zeigen wir es ihnen! Edward, schneller! Verfolge ich ja schon. Weg hier! Weg! Ich komme hier schon hinterher, Jungs. Alle Gegner hier erledigen. Boah, der ist aber geflogen. Sollen wir schon, was hier gibt? Okay. Weiter geht's. Vor uns liegt ein Vorpost. Wie es aussieht, sind sie auf Bess vorbereitet. Wir ziehen ihr Feuer auf uns, während du versuchst, ihnen in den Rücken zu fallen. Okay, wird gemacht. Erstmal hier umschauen. Leute in der Nähe? Nee. Doch da oben. Da ist einer. Nachladen ist immer gut. Nee, das nehmen wir nicht mit. Dafür haben wir was viel Besseres. Oh, er kommt. Muss er wohl wurde übel mit meiner Schaufel Bekanntschaft machen. Ich glaube, das bist du. Und tschüss. Da sind noch welche. Oh, der kommt auf uns zu. Dein Geschwätz bringt uns doch um oder vors Kriegsgericht. Und tschüss. Oh, da ist eine Karre. Wollen wir natürlich haben. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Mal schauen, ob er uns bemerkt. Und tschüss. Wir haben sie. Juhu. Jetzt geht die dicke Party los. Lass uns das Feldgeschütz hier zerstören. So. Mal schauen, was jetzt hier abgeht. Da kommen auf alle Fälle ganzen Leute. Kommen auch Panzer? Oder kommt nur ihr? Sagt tschüss.
wie ich ihn nicht treffe einfach. Gut, dann fahren wir mal zu ihm runter. Oh ja, da kommen noch mehr. Da zum Beispiel. Bam. Oh, da kommen noch Gleichgesinnte. Geh kaputt. Du auch. Oh Gott, aussteigen. Ich jag mir mal in die Luft. Geschafft. Noch wer? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Die haben noch nicht genug. Oh. Verlass diese Welt. Lass mich recken. Okay, ich lebe wieder. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott, weg. Schnell weg. Mal meinen Jungs helfen da unten. Mich nicht um. Oh Gott, da wäre ich beinahe selber drauf gegangen. Okay. So, genug Unterhaltung für einen Tag. Einsteigen, Edward. Du fährst. Nichts wie weg hier. Gute Arbeit, Jungs. Ihr habt Pritch und Finchy stolz gemacht. Jetzt lasst uns Beth von hier wegbringen. Was? Sir, Sie braucht neue Zündkerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer Wes braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Fährt nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle.
Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay. Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Das machen wir aber im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.